Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video spielen wir nach langer, langer, langer Zeit wieder Roblox und das hat auch einen speziellen Grund. Nämlich habe ich mir gedacht, dadurch, dass ja ChuckitMan mittlerweile 3 Jahre alt ist, der Kanal, habe ich mir gedacht, okay, spiele ich einfach mal das, was ich damals gemacht habe, weil ich habe ja damals so gespielt. Und das war eigentlich Call of Duty Ghost. Das wäre jetzt gekommen. Allerdings hat Call of Duty Ghost leider, wie soll ich sagen, ich habe das Spiel halt nicht mehr. Ich sag's kurz und knapp, ich hab's nicht mehr. Dann habe ich geguckt, okay, was kam nach Call of Duty Ghost? Und nach Call of Duty Ghost kam tatsächlich Roblox. Und das ist genau die Obby, die wir gerade spielen, und zwar Escaped Bathroom. Genau das war die Obby, die ich damals gespielt habe. Ja. Ich würde ganz kurz übrigens noch erklären, dass ich jetzt zum dritten Mal versuche, das aufzunehmen. Beim ersten Mal habe ich mich nur aufgeregt und Beleidigungen rausgehauen, dass hätte ich das alles geschnitten, es überhaupt nichts mehr gepasst hätte. Beim zweiten kam kein Spielsound. Und jetzt hoffe ich, dass alles klappt. Ich muss mich halt noch dran gewöhnen, erstmal an die Steuerung. Ist halt natürlich wieder was anderes, wenn das mal, weil ich spiele das ja normalerweise eigentlich auf PC Roblox und nicht auf dem Handy. Oh. Zack, 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 zack. Ja, man merkt, ich kann das eigentlich relativ gut auch auf dem Handy spielen. Problem ist halt, da hat nur die Kamera, also die ist ganz schön empfindlich. Ich kann es aber auch leider nicht einstellen. Ich habe das ja schon die ganze Zeit gefühlt 100 Mal versucht, das einzustellen. Leider geht's nicht. Und übrigens, was ich auch in der ersten Folge die ganze Zeit für Probleme hatte, ist, dass mein WLAN abgehauen ist. Aber gut, ich hoffe, es gefällt euch, die Idee, die ich hatte, erstmal wieder Roblox zu spielen. Zwar jetzt nicht die ganze Zeit oder so, also Roblox wird selten kommen, weil ich halt noch ganz andere Sachen habe, die ich noch machen möchte. Ja. Ui, was war das denn gerade? Ganz schön verbuggt eben. Also vom Anfang wollte ich nicht anfangen. Von vorne so rum. Um 300 auch bei der ersten Folge die ganze Zeit der Springbutton gebuggt. Jetzt geht er wenigstens wieder. Das freut mich. So, jetzt kommt wieder das hier, wo man rausfinden muss, was der richtige Weg ist. Rot ist es schon mal nicht. Also ist wahrscheinlich gelb. So. Nee, gelb ist es sogar auch nicht. Okay, dann ist es also blau. Normalerweise ist es immer erst am Anfang rechts oder links, aber hier ist es anscheinend direkt schon die Mitte. So, Mitte, dann wahrscheinlich rot, oder? Ja, okay, Mitte, rot und gelb. Okay. Ja, okay, und jetzt vielleicht am Ende wieder die. Hä, nein, ich will nichts kaufen. Und am Ende vielleicht wieder Mitte. Ja, oh, what? Cool, okay. Also ich habe die Map vorher nicht gespielt, ich schwör's euch, Leute. Das, wo ich die zum, zumindest, also ich habe sie schon gespielt, aber ich kam nicht weiter. Ich kam nur bis zu dem Typen da hinten und danach ging überhaupt nichts mehr. Also das war gerade weird. Oh, das ist gerade schwierig, weil ich weiß gerade nicht, wie es euch geht, aber ich sehe diesen roten Dings hier gerade sehr schwierig. Okay, hab's trotzdem geschafft. So, dann zack. So, dann kurz. So, na, jetzt hat die Springtaste wieder nicht funktioniert. Ja, man merkt, dass die Checkpoints sind auch ein bisschen verbuggt. Aber jetzt funktioniert er wieder. Ja, das war ja klar, dass ich jetzt sterbe. Aber ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass ich gerade mal wieder Roblox spiele und dass ich direkt die erste Map spiele, die ich auch im allerersten Roblox-Video gespielt habe, weil das ist halt wirklich geil. Ich kann mal gucken, ob ich das Video nochmal finde, weil ich weiß, Quatsch, dass ich das Video auf nicht gelistet stelle, weil ich habe es zurzeit auf privat. Dann kann ich mal das euch zeigen, das Video. Genau das erste hier. Wird allerdings dann nur Part 1 sein, was ihr denn zu sehen bekommt. Weil einfach nur aus Gründen noch immer. Okay, ich bin noch gestorben. Oh. Jetzt komme ich an dieser leichten Stage nicht weiter, Mann. Es macht ein bisschen salzig. Oh, die Kuh fällt mir jetzt erst auf.
So, aber. Bam. Jetzt hat die Springtaste schon. Ach, Mann. Spiele werden ja keine Spiele, wenn sie funktionieren, wie sie sollten, richtig? Ah, ich kann mir schon. Okay, gut. Das kann man. Okay, stimmt. Stimmt. Das habe ich total vergessen, dass man das ja auch so machen kann. Gut, dann probieren wir es mal so. Zack. So, bam. Jetzt, ey, manchmal und die Springtaste, ehrlich. Also, wenn ich übrigens Roblox spiele, dann wird es dann höchstwahrscheinlich Tycoons oder Escapes sein. Weil manche Spiele, wie jetzt zum Beispiel Jailbreak, wird auf dem Handy ziemlich schwierig zu spielen sein. Auf Piggy hätte ich halt auch mal Lust. Nur Problem ist, Piggy, ja, keine Ahnung. Also für die Leute, die jetzt gerade nicht wissen, was Piggy ist so eine Art Granny, halt nur in Roblox. Und es hat auch eine eigene Geschichte von, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, Peppa Pig. Und ich komme hier gerade überhaupt nicht weiter. Das ist gerade sehr belastend. Ich berühre es doch nicht, Mann. Das Witzige, ich habe mich damals schon in der ersten Folge, wo ich das hier gespielt habe, ziemlich aufgeregt und so über die Kamera und das ist jetzt teilweise auch wieder das Gleiche. Das ist so belastend, jetzt wurde ich überholt, ey. Nur weil bei mir die Springtaste nicht so funktioniert, wie sie soll. Ah. Mann! Mann! Also diese Stelle da, die macht mich gerade ziemlich salzig. Mann! Entschuldigung, Leute, dass mich das gerade auch ein bisschen aufregt, aber das ist richtig nervig. Vor allem, ich springe ja die ganze Zeit so, wie man soll, aber angeblich berühre ich das jedes Mal. Mann, ey, das kotzt mich an. Ja, jetzt kommt die nächste, die mich überholt. Ja! Spring doch! Hey, Mann, das kotzt mich an, ey. Diese Stelle, ey, ne? Diese. Mann, die Stelle geht mir auf den Piss! Leute, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich weiß es nicht. Oh, jetzt hat die mich abgelenkt, ey. Könnte es ja auch mal ein Ego versuchen, vielleicht sehe ich da besser. Zack. Zack. Zack, zack. Ja, halt doch die Klappe, ey. Hier schreibt übrigens jemand hier die ganze Zeit. Oh, einer hat Beleidigung rein. Also ich weiß echt gerade nicht mein Fehler, Leute. Es tut mir halt einfach nur leid für euch gerade. Ich werde zwar. Na gut, was heißt, es tut mir leid für euch? Dass ich ausraste, tut mir leid, aber ihr seht es ja gerade nicht. Und ich probiere das gerade mit Sicherheit schon zum 20. Mal. Ashley, du tust mich hardcore ablenken gerade. Das mag ich nicht. Hör auf damit. Wenn es so weitergeht, dann suche ich mir gleich ein anderes Level aus. Eigentlich wollte ich halt das nehmen zum Ju dritten Jubiläum. Einfach das, was ich halt damals schon gespielt hatte vom Level her. Aber, ey. Ich sterbe nicht. Ich glaube, ich habe es endlich geschafft. Woran bin ich jetzt schon wieder gestorben? Ach, wahrscheinlich darf ich die braunen Dinger hier nicht berühren, wa? Ups, das war jetzt dämlich. Das sieht echt komisch aus. Würdest du auch vielleicht mal respawnen, Charakter? Danke. Das ist jetzt aber nicht euer Ernst. Ich wollte gerade sagen. Also die Map ist auf jeden Fall ja ziemlich verbuggt, würde ich mal behaupten wollen. Shit, schon wieder runtergefallen. Mann, was mache ich denn? Fidget Spinner. Der bewegt sich aber leider nicht, schade. Ja, hier schreiben wieder irgendwelche Leute was rein.
Oh Mann, hier streiten sich welche im Chat. Da hat einer gerade geschrieben, your seven Glee. Ach so. Also ich versuche es jetzt, was heißt ich versuche es? Ich tue es nicht übersetzen, was da gerade stand, weil das ist anders. So, Stelle, warum komme ich bei dir jetzt nicht vorbei, wobei du eigentlich relativ simpel bist? Da funktionierte gerade wieder die Springtaste nicht. Ach Mann. So, ach, wieder sowas. Okay, Mitte ist es doch. Okay, Mitte. Gelb. Rot. Und dann Mitte. Also würde jetzt, ja, war jetzt zwar nur getippt, aber gut. Ja, das war gerade dämlich. Das war jetzt mein Fehler. Hä? Junge! Na, was schreiben die jetzt schon wieder? Englos. Aha. Junge, die bringt mich gerade durcheinander, Mann! Ey, was soll denn das? Mann! Ey, diese Obby. Das Ding ist, Leute, ich bin nun mal nicht so scheiße in Roblox und das können schon sehr viele Leute bestätigen, die mit mir auf dem PC gespielt haben. Aber, ey, auf dem Handy, ey, die Kamera, die hat mich damals schon sehr aufgeregt. Dann funktioniert ab und zu die Springtaste nicht. Dann die Leute, die dich hier rumschubsen können. Das gibt es nämlich auf der PC-Version nicht, dass sich da Leute hin und her schubsen können. Zumindest hatte ich das bei mir nie. Also ich weiß auch nicht. Vor allem spawne ich ja jedes Mal hier am Anfang. Ich spawne am Anfang und dann hier. Das war damals doch nicht, das weiß ich. Also die Obby, also ich werde nur noch drei Versuche oder so machen und dann war es das, weil das so macht es wirklich keinen Spaß. Hier jetzt zum Beispiel wieder hat er die Springfunktion nicht gemacht. Ja. Ach ja, das sind echt immer Sachen. Kann aber auch sein, dass ich immer zu schnell bin, ne? Jetzt vorm Ende, Mann! Also ich weiß echt nicht, was ich falsch mache. Also das ist jetzt der zweite, also vorletzte Versuch. Bei dieser Obby sollte, ja, das ist jetzt der letzte Versuch, der jetzt kommt. So, letzter Versuch, wie gesagt. Sollte ich jetzt hier verkacken, dann, ja, mal gucken, was ich dann mache. Ob ich dann vielleicht doch noch einen Versuch mache. Ja, jetzt hat er wieder nicht. Ey, Mann, ey. Na komm, einen einzigen Versuch jetzt noch. Weil wenn die Springtaste nicht funktioniert, kann ich ja nichts für. Und dann, ja, das, ja. Gut, da seht ihr es. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Ciao.